Kulturverstrickungen sind einfach dafür da, damit die Menschen einfach mehr zusammenkommen. Also das ist eigentlich so die Grundidee, dass wir die multikulturelle Geschichte mitnehmen, dass wir jede Generation mitnehmen und dann einfach wieder den Wert auf das Individuelle erlegen. Und dass man halt all die Sachen auch aufbrauchen kann. Agnes Forsthofer will die Welt ein Stück bunter machen. Und das nicht allein, sondern gemeinsam mit ihrem Verein Kulturverstrickungen. Hier, im Türkenfelder Kreativplatzl, steht heute eine Verschönerungsaktion an. An den Bäumen um den Dorfweiher sollen kleine Wollbienen aufgehängt werden. In Türkenfeld gibt es 29 Imker. Und das ist eigentlich eine schöne Hommage, wenn wir dann die Bienen da oben aufmachen. Plus dem, dass natürlich Bienen total wichtig sind in der Natur. Genau, das machen wir heute Nachmittag noch. Agnes freut sich darauf, mit den Kulturverstrickungen wieder richtig loslegen zu können. Vor einem Jahr hat sie sich in dem ehemaligen Blumenladen in Türkenfeld eingerichtet. Gegründet wurde der Verein 2012 in München und hat dort Menschen aus aller Welt zum Stricken und Häkeln zusammengebracht. Das war unser allererster Baum, der entstanden ist, weil unsere erste Geschichte war, dass wir im Feuerwerk haben wir das Projekt gemacht, dass wir multikulturelle Frauen gesucht haben, die uns sagen, wir sind Strickern, weil ja in anderen Ländern anders gestrickt wird. Multikulturelle Mehrgenerationenbespielung fasst Agnes ihr Programm zusammen. Das macht sie jetzt auch in Türkenfeld. Die Vision vom Laden war eigentlich gewesen, wenn jetzt nicht die C-Krise gewesen war, dass es jeden Tag drei Kurse sind, am Vormittag, am Nachmittag und am Abend. Und dass man dann entweder Stricken, Häkeln, Basteln, Handarbeiten, alles Mögliche machen kann oder auch Vorträge oder wie immer, sodass einfach die Dorfgemeinschaft auf eine andere Art zusammenkommt. Also mein Türkenfeld hat schon viel Vereinsmeierei und da gibt es auch viel Geschichten und solche Sachen, aber das Schöne ist halt einfach das, wenn halt was, wieder mal was Neues entsteht. Also mal, nur wenn was Neues entsteht, kann ja ein Dorf erwachsen. Um ihre vielen Ideen umzusetzen, ist Agnes ständig am Machen und Organisieren. Beim Türkenfelder Bürgermeister ist sie inzwischen auch schon bekannt. Ich weiß doch nicht drauf, dieser Zufall, dass sie heute hier angehört. Ob Verschönerungen, Kulturenaustausch oder Hilfsaktionen, Agnes geht es nie um sich, sondern immer um andere. Die Idee ist einfach immer, dass wir für andere Leute stricken. Also dass zum Beispiel wir jetzt Weihnachten, wenn uns der Heimatstern oder die Schmündner Tafel fragt, ob sie jetzt 50 Mützen brauchen oder wie immer, dann machen wir dann 50 Mützen für die Münchner Obdachlosen oder für irgendwelche anderen Organisationen. Agnes ist eine echte Münchnerin. Aufgewachsen ist sie in Schwabing in der Leopoldstraße. Nach der Schule macht sie eine Kosmetikausbildung, arbeitet beim Fotografen, wechselt als Mädchen für alles zu einer Werbeagentur, dann zu einem Tonstudio. In dem Tonstudio sind immer Synchronisationen für Fernsehsendungen auch gemacht worden. Und dann war der Dieter Thomas Heck seinerzeit auch öfters da. Und damals habe ich auch schon den Febel gehabt, dass ich immer gern Hüte dran habe. Und dann hat der immer zu mir Hütchen gesagt. Also, hallo Hütchen, wie geht's dir? Hütchen, hallo, ich bin wieder am Telefon. Wann kann ich wieder ins Studio oder so? Genau, das war sehr nett, war das. Was die Berufe alle vereint, gemeinsam etwas Schönes erschaffen. Ich hätte eigentlich gern einen kreativen Job gelernt. Also, aber das haben mir meine Eltern eigentlich, das wollten die einfach nicht. Generell Künstler werden. Vielleicht war ich als Kind bestimmt auch gern Schauspielerin geworden oder so, weil so di-di-di-di und auf Diva-mäßig und so irgendwie, das war ja schon immer irgendwie. Eigentlich muss ich meine Hände besitzen. Grüß Gott. Grüß Gott. Servus Nahat. Endlich einmal wieder. Ja, lange nicht gesehen. Das Künstlerische begeistert Agnes. Und obwohl sie es mit Leidenschaft macht, tut sie sich bei vielen handwerklichen Dingen sehr schwer. Anfang der 80er Jahre habe ich mal eine Zeit lang in einer Schwulenbar gearbeitet. Und da haben sie alle total totgelacht, weil ich die Bardame war, bei der man sich die Weinflasche selber aufmachen hat müssen. Und niemand hat mir das erklären können, warum ich das nicht konnte. Und ich war ja da eigentlich der Depp in dem Lokal. Erst mit Ende 30, bei einem Vortrag über Linkshändigkeit, erlebt sie einen Aha-Moment.
Ich habe einen Volkshochschule-Vortrag mitgemacht und dann ist mir eigentlich beim Heimfahren von Pasing nach Schwabing aufgefallen, dass das ja alles nicht an mir liegt, was ich da nicht kann. Also, dass ich kein Brot schneiden kann und dass ich keine Flasche aufmachen kann und dass ich, was weiß ich, mit dem Schneiden Probleme habe und solche Sachen und auch mit dem Spitzen vor allem. Und dann war mir vollkommen klar, dass ich jetzt da irgendwas unternehmen muss. 2004 gründet sie den Verein Linkshänder e.V., eröffnet einen Stand auf der Auer Duld für Linkshänderartikel und veranstaltet Aktionstage, vor allem für Kinder. Linkshänder-Kinder gingen halt in einen Kindergarten rein und dann sehen Linkshänder-Kinder eigentlich nur Rechtshänder. Und kleine Kinder wollen ja kein Individuum sein, sondern kleine Kinder wollen so sein wie die Herde rundherum. Und schwuppdiwupp kommen sie dann heim und sind ein Rechtshänder. Und dann freut es jeden, dass das Kind ein Rechtshänder ist. Und wenn du das dann fragst, und stottert das Kind jetzt schon oder bettnässt das Kind jetzt auf einmal wieder, dann sagen die alle, wieso, wie wissen sie das? Also, es ist jetzt nicht jeder Stotterer und jeder Bettnässer ungeschulter Linkshänder, aber das kann einfach daher kommen. 14 Jahre steht Agnes auf der Auer Duld, 7 Jahre auf dem Christkindlmarkt und verkauft dort Linkshänderprodukte. Da war mal ein 17-jähriges Mädel an meinem Stand. Sie hat gesagt, sie sind 9 Familienangehörige. 9 Leute sitzen bei denen am Tisch. Sie ist die einzige Linkshänderin. Und jedes Mal wird sie ausgelacht, weil sie kein Brot schneiden kann. Hat sie gesagt, so, das kaufe ich jetzt. Und dann lege ich das Messer heimlich einfach in die Schublade rein und warte drauf, wie deppert sie die anderen dann stellen. Und die kam wieder und hat gesagt, das war einer der lustigsten Abende, die sie je erlebt haben, weil dann waren auf einmal die anderen die Idioten und nicht mehr sie. Und dann haben sie es aber auch kapiert. Und das ist ja das, dass du als Linkshänder ja immer der Depp bist. Also früher sind die Kinder, also ich weiß noch von Omas oder Opas auf der Auer Duld, die haben zu mir gesagt, ja, früher hast du immer gesagt, der Linkshänder ist ja ein Depp, weil er ja bloß zu faul ist, dass er es mit rechts lernen hat. Auf dem Maria-Hilf-Platz, wo dreimal im Jahr die Auer Duld stattfindet, geht sie heute nur noch manchmal einkaufen. Ihren eigenen Stand gibt es nicht mehr. Hohe Preise und wenig Interesse, auch von Herstellerseite, zwingen sie 2019 zum Aufgeben. Ich habe zwar jetzt momentan nicht so viel mit den Linkshänder-Sachen zum Tor, leider eigentlich, aber und ich würde ja auch gern eigentlich auch wieder auf die Auer Duld gehen, aber wenn du keine Linkshänder-Artikel mehr hast, weil es ja gar nicht mehr so viel gibt, dann kannst du ja nicht noch wieder auf die Auer Duld gehen, weil das also nur ein Lohr, damit ich da stehe und Leute belustig irgendwie und einer was erzähle, das bringt ja eigentlich wenig. Da müsste man ja die Stadt dafür ihr Geld zahlen und das deren's bestimmt nicht. Leider. Gleichzeitig schließt sich vor 2 Jahren mit Anfang 60 noch ein weiteres Kapitel für Agnes. Nachdem ihre Eltern verstorben sind und eine leere Wohnung zurückließen, entschließt sie sich, München zu verlassen und ihre Projekte in Türkenfeld fortzusetzen. Wie lange sie hier bleiben wird? Keine Ahnung. Vielleicht lerne ich ja morgen einen tollen Australier kennen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das dann mache, weil ich habe noch einen Kater. Aber eigentlich glaube ich, nachdem ich ja schon 7 Mal in Australien war, weil ich ja früher mal in einer australischen Firma gearbeitet habe, da würde ich eigentlich total gerne nach Australien gehen. Und das wollte ich eigentlich auch früher mal so. Irgendwie immer, wenn im australischen Sommer, dann bist du wenn dann bei uns Weihnachten ist, ja, irgendwie bist du dann in Australien. Und wenn dann da unten Winter ist, dann bist du wieder hier. Aber das hat sich halt jetzt nicht ergeben. Und dann, also, ich bin jetzt nicht unglücklich für das, dass es so ist, wie es ist. Noch hat sie aber einiges hier vor. Flohmarkt, Strick- und Häkeltreffs, Gartenausstellungen und das andere Gelände um den Weiher soll auch noch bunt werden.